vorgestellt, Tropico 6 und wir sind in der Vorschau Nummer 3. Wir starten gerade das Tutorial Staatsführung und schauen uns das Ganze an. Der Bildschirm hier ist gerade zum Laden. Ihr seht da mal so einen Ladebildschirm, der auch ganz schick gezeichnet ist, finde ich. Und hier unten gibt es immer einen Tipp. Und ja, wir schauen mal, wie wir die Staatsführung voranbringen. Letztes Mal hatten wir ja die Wahl mit, keine Ahnung, 89% waren es, glaube ich. Auf jeden Fall knapp unter 90% gewonnen. Das ist ja schon mal sehr schön gewesen. Ja, gucken wir mal, wann der Ladebildschirm hier durch ist. Okay. Ja, natürlich habe ich alles vom besten Politiker aller Zeiten gelernt, von euch, Präsident. Es ist eine Freude, euch bei der Arbeit zuzusehen. Darf ich es filmen? Nein, zu gruselig? Natürlich, Präsident, ihr wisst es am besten. Schließen Sie alle Tutorialaufgaben ab, 8 Stück an der Zahl. Wir haben noch keine, ist klar. Als Diktator hat man sehr viel Spaß, man kann sich neue Regeln ausdenken, Verordnungen erlassen und die Verfassung ändern und dadurch größeren Einfluss haben. Aber eins nach dem anderen. Für die Verwaltung benötigen wir ein Gebäude, das Wissen generiert. Besitzen Sie ein Gebäude des Typs Bibliothek? Wenn Sie nötige Mittel zur Verfügung haben, können Sie die Funktion schneller bauen auf einer Baustelle nutzen, um den Bau sofort fertigzustellen, ohne auf die Bauarbeiten warten zu müssen. Okay, dann wollen wir doch mal gucken, dass wir da hinkommen. Der Hammer ist gefragt, also der Bau. Dann haben wir hier Medien und Bildung und dann die Bibliothek. So, dann schauen wir mal, wo sollen wir sie hinbauen? Hier wahrscheinlich in dem weißen Bereich, ne? Was steht denn hier noch an? Irgendwas, nix, ne? Ja, komm, dann machen wir sie hier, ich würde sagen, dahin. So, Aufgaben abgeschlossen, Bibliothek. Wir könnten jetzt, wie gesagt, dann da wahrscheinlich mal, nee, das war jetzt verkehrt, glaube ich, den Linksklick machen. Schneller bauen. Zack. Fertig. Gut, haben wir mal gemacht hier im Tutorial. So, um in der Bibliothek zu arbeiten, müssen Tropikaner eine Highschool-Ausbildung besitzen. Andere Arbeitsplätze benötigen sogar eine Universitätsausbildung. Sie können Highschools und Universitäten bauen, um ihre Bürger mit der Zeit auszubilden. Gerade brauchen wir schnell gebildete Arbeiter, also lassen Sie uns welche aus dem Ausland einstellen. Laden Sie ausländische Arbeiter in die Bibliothek ein. Das Anstellen von ausländischen Arbeitern wird mit jedem Mal teurer. Es ist besser, diese Methode nur bei dringenden Angelegenheiten zu verwenden und schon früh Bildungseinrichtungen zu bauen. So, das heißt, wir wollen hier ausländischen Arbeiter einstellen. Also ich habe schon links geklickt, dann passte das ja schon. Nee, das machen wir mal noch, gerade in diesem Fall, weil so ein Pop-up ist da vielleicht wichtig. Okay, was will er mir jetzt sagen? Also irgendwann wird da einer ankommen. Ich denke mal, wenn ich das zumache. Nee, er möchte, dass ich da nochmal hingehe. Aber irgendwie habe ich jetzt ein Problem. Achso, wir müssen wahrscheinlich warten, bis der da ist. Jetzt die Frage, an welchen Hafen der ankommt. Hier ist zum Beispiel schon ein Schiff, ne? Aber kann man nicht anklicken, schade. Ich gehe aber davon aus, dass irgendein Schiff das jetzt gleich hier Leute bringt. Wo ist denn schneller? Da. Ja, Rechtsklick war jetzt nicht so bröckelnd. Sind das jetzt Leute, die dann kommen? Ist jetzt die Frage, ne? Früher konnte man ganz genau sehen, wenn die aussteigen, ne? Mal gucken, ob das hier auch so ist. Okay, Forschung. Damit geht's weiter, weil jetzt der ausländische Mitarbeiter angelandet ist. Die Bibliotheksmitarbeiter generieren Wissen, mit dem sie neue Regime, Werkzeuge wie Arbeitsmodi für bestimmte Gebäude, Verfassungsänderungen und Verordnungen erforschen können. Wählen Sie eine beliebige erforschbare Gegenstand aus, um ihn erforschen zu lassen. Sie können auch mehrere Gegenstände auswählen und diese so zu einer Forschungsreihe hinzufügen, die nach und nach automatisch erforscht wird. Ja, Vermögensteuer erforschen. Wissen geht nie verloren. Sie können angesammelte Wissen ausgeben, um direkt neue Forschungsgegenstände freizuschalten. Okay. Also das heißt, wir müssen jetzt hier rein, wir wollen die Vermögenssteuer anschieben und das passiert jetzt hier. Nötiges Wissen ist 98 und ja, ich sehe nicht, wo jetzt hier ein Fortschrittsbalken ist. Vielleicht ist es dieser hier. Achso, ich habe 1002 schon da und produziert wird 1. Das heißt, das ist schon sofort erledigt oder wie sehe ich das?
Oder auch nicht, ne? Ich muss doch jetzt der Bibliotheksmitarbeiter dabei sein, ne? Tropicana. Okay. Ich habe es jetzt nicht gesehen, wo der oder die. Position nichts tun, das ist geil, oder? Auf dem Weg zur Baracke, okay. Arbeitsplatz, da steht's. Okay, habe ich jetzt nicht gesehen. Verlaufen, genau. Arbeitslos war die. Arbeitslos, ungebildet. Was machen die hier? Flirten gibt's hier nicht. Kaum im Schiff angekommen, schon geht's rund, ne? So, die meisten Verordnungen können aktiv oder inaktiv geschaltet werden. Wenn Sie eine bestimmte Zeit lang aktiv sind, kann die Stufe der Verordnung steigen. Das senkt Ihre Kosten, verbessert Ihre Effektivität und lindert Ihre negativen Auswirkungen. Im Gegensatz dazu gibt es einige Verordnungen, die festgelegten Effekte haben und erst dann erneut erlassen werden können, wenn die Abkühlphase vorüber ist. Die Stufe dieser Verordnung kann nicht steigen. Erlassen Sie die Verordnung Vermögensteuer, erlassen Sie die Verordnung Industrie fördern. Okay. Vermögensteuer, erlassen Sie die Verordnung. Okay, sie verdienen pro Monat $5 für jeden reichen oder stinkreichen Erwachsenen, verschlechtern den Ruf bei den Kapitalisten um 20, verbessern den Ruf bei Kommunisten um 15. Ja, machen wir dann, wenn das so verlangt ist, ne? Ja, okay. Haben wir. Ein großartiges Werkzeug, um Fraktionen zu erfreuen und Gameplay-Boni zu erhalten, ist das Mysterium. Es erlaubt Ihnen, von der verschiedenen Fraktionen empfohlene Minister in der einzelnen Abteilung zuzuweisen, um die entsprechenden Aspekte der Tropico-Nation zu fördern. Besitzen Sie ein Gebäude des Typs Ministerium, ernennen Sie einen Minister für eine Abteilung. Für ein Gebäude wie das Ministerium wird die Blaupause benötigt, um sie wie gewohnt bauen zu können. Blaupausen können auf dem Baubildschirm gekauft werden. Schauen wir mal. Blaupausen. Achso, das hier sind die Blaupausen, sieht man sehr schön. Und das Ministerium muss da auch. Wollen Sie eine Blaupause für $8.000 kaufen? Ja. Und dann können wir es erst bauen. Das soll wohl auch da hinten hin. Andersrum drehen wir das mal. Geht das dazwischen? Nein. Jetzt haben wir schon das Problem, dass es da nicht hinpasst. Oder wie sehe ich das? Zack. Geht aber so, ne? Ja, haben wir gemacht. Ich hoffe, das Spiel nimmt uns das jetzt nicht übel. Kann das sein, dass man da nicht hinbauen dürfte, weil da die Plantagen sind? Ich glaube ja. Okay, dann haben wir das falsch gemacht, haben wir falsch verstanden. Können wir das verschieben? Nein, wir können es nur abreißen. Gebäude neu platzieren, kostet uns 2000, aber würde ich jetzt gerne machen, weil. Aber dann werden die Dinge ins Farm nicht neu gemacht. Ist jetzt auch egal fürs Tutorial, denke ich. Gut, wir gehen da wieder rein und wie viel Geld haben wir denn? Ah, reichlich können wir also auch schnell bauen. Macht Sinn. So, Ministeriumsmenü öffnen, Bildungsminister, unbesetzte Position. Jetzt müssen wir mal gucken, Bildung. Wen nimmst du da? Religiöser. Erhöht die Anzahl der Plätze von Highschool Universitäten um 2 pro Lehrer. 10% effizient für Bildungsgebäuden. Also die sind da alle schlecht. Nur gut situierte, reiche und stinkreiche Tropikaner haben Zugang zu Bildung. Erhöht die Effizienz von Bildungsgebäuden um 30. Bereits eingeschriebene Stunden dürfen ihre Ausbildung abschließen. Ich würde jetzt gerne hier den Kommunisten nehmen. Einfach aus dem Grunde, erhöht die Anzahl der Plätze von Highschool Universitäten um 2 pro Lehrer.
Machen wir doch erstmal, oder? Es gibt vier Zeitalter: Kolonialzeit, Weltkriege, Kalter Krieg und moderne Zeit. Dieser Zeitalter wird durch ein Symbol in der linken unteren Ecke neben dem aktuellen Datum angezeigt. Um der nächsten Zeitalter voranzuschreiten, müssen Sie die Fortschrittsaufgaben erledigen. Diese werden mit der Zeit automatisch aktiviert und wenn Sie Ihre Ziele erfüllen, erreichen Sie das nächste Zeitalter. Warten Sie jetzt darauf, dass die Fortschrittsaufgaben in Ihrer Aufgabenübersicht erscheinen. Das ist vielleicht eine gute Gelegenheit, um die Spielgeschwindigkeit zu erhöhen. Warten Sie darauf, dass die Fortschrittsaufgaben aktiviert werden. Kalter Krieg erreichen. Okay. Linke untere Ecke. Ach, das ist hier unten, dieses ganz kleine Symbol. Ich hätte es jetzt fast nicht gesehen, ne? Würde ich sagen, ne? Oder ist es das nicht? Da, Weltkrieger. Nee, da ist es. Das da unten ist es gar nicht. Okay. Also wir müssen... um in der nächsten Zeit erfordern, müssen Sie die Fortschrittsaufgaben erledigen. Diese werden mit der Zeit automatisch aktiviert. Okay, dann weiß ich Bescheid. Automatisch aktiviert. Warten Sie darauf, dass Sie... Ah, okay, das ist nochmal der Hinweis. Aufgaben abgeschlossen. Schließen Sie alle Tutorialaufgaben ab. Das ist auch klar. Was haben wir gerade gemacht? Das Ministerium. Wahrscheinlich muss jetzt erst der Minister seinen Weg dahin finden. Oder? Ja, ich habe jetzt keine Aufgabe weiter, dann würde ich da jetzt auch nichts machen wollen, einfach aus dem Grunde, weil wenn ich jetzt was mache, ist das vielleicht auch nicht richtig. Das ist immer so eine Frage beim Tutorial, ne? Aha. Fortschritt zum Alter, Kalter Krieg. Normalerweise müssen Sie eine Reihe von Fortschrittsaufgaben abschließen, um das nächste Zeitalter zu erreichen. Für dieses Tutorial haben wir das Ganze auf einen einzigen Klick verkürzt. Das wichtigste Schlussfolgerung ist, dass Sie letztlich selbst entscheiden können, wie lange Sie in dem Zeitalter bleiben. Zeitalter für neue Spielelemente einbringen, zusätzlich interne und externe Parteien des Spiels, die versuchen werden, Sie für Ihre eigenen Zwecke zu manipulieren und schalten neue Gebäude und Regierungswerkzeuge frei, die Ihnen bei der Entwicklung und Beherrschung von Tropico helfen. Ja, das ist jetzt unser Ziel wohl. Ab den Weltkriegen gibt es Tropico eine Verfassung. Jedes Mal, wenn Sie in eine neue Zeitalter voranschreiben, müssen Sie über neue vorgeschriebene Themen der Verfassung entscheiden. Zusätzliche Verfassungsthemen sind optional und können später mit Hilfe von Forschung freigeschaltet werden. Die Verfassung kann erst mehrere Jahre nach dem Unterschreiben, nach Wahlen durch öffentliche Förderung oder beim Voranschreiten in ein neues Zeitalter erneuert werden. Entscheiden Sie über vorgeschriebene Themen und unterschreiben Sie die neue Verfassung. Reiche Bürger. Nur Bürger mit einem Wohlstand von gut situiert oder höher dürfen wählen. Die Chancen, dass mittellose oder arme Bürger zu Rebellen werden, steigt um 10%. Okay. Die Wählerschaft besteht aus allen Bürgern, die Kraft über ihre maßgeblichen Beiträge sowohl der zur Bereitstellung von Arbeitsplätzen als auch den Steuereinnahmen der Nation Tropicus nachweislich ihren Wert erwiesen haben. Sie erhalten somit das Recht, per Stimmzettel über die Position des Präsidenten zu entscheiden. Der sagt mir jetzt das oder soll ich eins aussuchen? Das meint er. Soldaten benötigen keine Bilder. Im Falle von militärischen Konflikten stellt jede Kaserne einen Miliztrupp zur Verfügung. Es ist die höchste Pflicht der Nation, die Miliz damit zu beauftragen, die Gesetze der Union zu vollstrecken, Aufstände zu unterdrücken und Invasionen abzuwehren. Infolgedessen darf kein Soldatengrund einer fehlenden Bildungsabschluss verwehrt werden. Ja, ich weiß jetzt nicht. Okay. Er zeigt immer auf die Mitte. Ich schätze mal, ja... Ist jetzt nicht ideal gewesen, was wir angeklickt haben. Wir werden aber einfach so weiter fortfahren. Energieeffizienz senkt den Energieverbrauch von Industriegebäuden um 20%, senkt die Effizienz von Industriegebäuden um 5%, ihre Umweltverschmutzung um 5%. Unterhaltskosten von Industriegebäuden werden um $5 verringert. Da der Verbrauch von Strom das unverzichtliche Recht eines jeden Bürgers ist, wird hiermit verfügt, dass dieser Verbrauch im Sinne maximaler Effizienz und ungeachtet jeglicher nötiger Erbsenzählerei als Folge ordnungsmäßiger Befolgung der Richtlinie reguliert, angepasst und beaufsichtigt wird. Machen wir auch. Okay, offizielle Teilung. Für Bürgeraktion ist ein Gerichtsgebäude nötig. 20% der Aktionskosten werden auf das Schweizer Nummernkonto überwiesen. Das Bestechungsaktion ist nicht betroffen. Die rechtsprechende Gewalt Tropicus unterliegt einem oberen Gericht und untergeordneten Gerichten, die zeitweise bestimmt und eingerichtet werden, so dass die Richter ihr Amt in guter Führung halten können, um zu festgelegten Terminen passende und angemessene Entlohnung ihrer Dienstleistungen zu erhalten. Machen wir einfach so, ne? So, das ist jetzt das Neue, was wir gemacht haben. Mit freigeschaltet in moderne Zeit. Also das haben wir jetzt hier gerade ausgewählt. Ist alles gut. Jetzt wird das bis wann wirksam sein. So, dann das Fenster schließen, denke ich mal.
Beim Regieren von Tokio geht es nicht darum, das Land und sein Volk zu regieren, sondern auch darum, ihren Platz unter den Anführern der Welt zu finden und sich zu behaupten. Jedes Zeitalter führt seine eigene Reihe globaler Supermächte ein, die im Austausch für die Verbesserung ihrer Beziehung Forderungen stellen werden, sehr ähnlich wie beim Umgang mit den internen Fraktionen. Im Gegensatz zu den Fraktionen beeinflussen Supermächte nicht die Meinung ihres Volkes, sondern unterstützen sie oder stellen sich gegen sie in den Bereichen Diplomatie, Handel und sogar Krieg. Besitzen sie ein Gebäude des Typs Botschaft, Ostblock in Gebäude Botschaft einladen, bitte Sie den Ostblock um finanzielle Unterstützung. Okay, wir müssen bauen. Wir müssen eine Blaupause haben. Wir kaufen das. Wir bauen das. Und stellen die dahin. Machen da wieder einen Klick drauf. Und da wir genug Geld haben, ziehen wir das auch wieder schneller durch. So, dann ist die Hütte nämlich schon fertig und wir können da draufklicken. So, Ostblock einladen. Um finanzielle Unterstützung bitten. Es ist ein heiliger Pakt, ihr opfert alles, um sie zu anzuführen, abgesehen von Reichtümern, Macht und alles andere, was ihr wollt, um im Gegenzug zu tun, zu sie, was ihr sagt, und so profitiert jeder davon, außer den Menschen, aber ohne euch sind sie nichts. Ja, Kapitel abgeschlossen, das war's schon, das ist ja krass, diesmal ging's schneller, nicht eine Dreiviertelstunde, sondern nur eine Viertelstunde sind wir durch. Ja, cool, das heißt, wir gehen mal zurück zum Hauptmenü und sehen dann, was wir in der nächsten Runde noch zu machen haben. Neues Spiel, gucken wir gerade noch rein. Tutorial Mission 4, fortgeschrittene Wirtschaft. Ist also fürs nächste Mal angesagt. Alles klar, dann sind wir da soweit. Und ja, würde ich sagen, wenn ihr noch keiner überhaupt macht eins, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Schreibt Kommentare rein, wie Tropico 6 euch gefällt und ob das alles so cool ist. Und gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns im nächsten Vorgestellt. Macht's gut, bis dann, ciao.